Sommer auf Sylt, Kultur und ein Inseldorf, das zum Träumen einlädt. Der Kampener Musiksommer, der in diesem Jahr zum 19. Mal stattfand, steht für hochkarätige Konzerte mit Schwerpunkt in der klassischen Musik. Das einzigartige Event zeigt eine gelungene Kombination aus Qualität und Vielfalt. Seit diesem Jahr gibt es eine Kooperation mit der Deutschen Stiftung Musikleben, die seit 1962 den musikalischen Spitzennachwuchs fördert. Yoli Togawa und Lilith Gregorian sind zwei Ausnahmetalente, die mit einem perfekten Zusammenspiel und einer überwältigenden Harmonie bei der musikalischen Interpretation überzeugen. Die Zuschauer konnten sich auf einen Konzertabend freuen, bei dem die Kombination von Bratsche und Klavier im Mittelpunkt stand. Ich glaube, Musik an sich ist immer besonders und klassische Musik sowieso. Was ich eigentlich noch spezieller finde, ist natürlich das Repertoire für Bratsche und Klavier, weil Bratsche als Instrument ist nicht so häufig zu erleben. Als Pianistin kann ich sagen, natürlich das Klavierrepertoire ist immens, aber für mich ist das auch sehr interessant und schön, mal auch mit in ungewöhnlichen Komponisten oder Stücken irgendwie hineinzuversetzen. Die vielen Besucher sind ein Beweis für die Anziehungskraft der auftretenden Künstler und die stilistisch-geschmackliche Treffsicherheit des Veranstalters. Das Repertoire der beiden jungen Damen reichte von Bartholdy über Schumann bis zu Brahms. Dieses Programm speziell haben wir für heute so zusammengestellt und mir persönlich war wichtig dabei, dass man die Farbe der Bratsche, diese Klangfarbe, die Wärme, die Melancholie und all das, was ich da drin wiedererkenne, diese Sinnlichkeit, in die ich mich total verliebt habe als Kind, dass die zur Sprache kommt. Und das ist einfach in der Epoche der Romantik unheimlich vertreten und auf besondere Weise zu genießen. Und insofern, glaube ich, ist da für alle was dabei. Ein Inseldorf, das wunderschöne Klänge mit dem Sommer auf der Insel verbindet, ließ sich von dem Auftritt der beiden jungen Ausnahmetalente verzaubern. Ermuntert durch die großen Erfolge der letzten Jahre, bot die Konzertreihe in diesem Jahr wieder wertvolle Stunden mit großartiger klassischer Musik.